ganz schön kalt im Winter. Zum Glück kann ich mich dick einpacken und mich so vor den kalten Temperaturen und Schnee schützen. Aber was machen unsere heimischen Wildtiere? Ein ganz liebes Hallo von mir daheim an euch daheim. Wir Menschen können uns bei Kälte einfach etwas anziehen oder nach drinnen gehen. Heute möchte ich mit euch herausfinden, welche Strategien die Tiere gegen die Kälte haben. Zuerst möchte ich aber ein wenig recherchieren, welche Anpassungsstrategien es in der Natur so gibt. Ich möchte herausfinden, welche Tricks und Anpassungen unsere heimischen Wildtiere an die kalten Temperaturen und den Schnee haben. Eines kennen wir bestimmt alle, den Fellwechsel. Ein dickes Winterfell bringt Schutz vor der Kälte. Wer einen Hund oder eine Katze zu Hause hat, weiß, dass diese im Winter ein dickeres Fell haben. Auch unsere heimischen Wildtiere, wie der Fuchs oder der Hase, bekommen ein dichteres Fell. Unterhalb der langen Krannenhaare befinden sich gekräuselte Wollhaare, zwischen denen sich auch eine Luftschicht bildet und die Tiere warm hält, ganz ohne Mantel. Aber nach dem gleichen Prinzip. Auch Vögel, die nicht in den Süden fliegen und die kalten Monate in Österreich verbringen, nutzen diesen Trick und plustern zusätzlich ihr Gefieder auf, um Luft einzuschließen. Oh, habt ihr schon mal was von Winterschlaf, Winterruhe und Winterstarre gehört? Das sind drei unterschiedliche Anpassungen an die kalte Winterzeit. Kleine Säugetiere wie Igel, Siebenschläfer, Fledermaus und Murmeltiere halten einen echten Winterschlaf. Sie reduzieren ihre Körpertemperatur stark und auch ihr Stoffwechsel und ihr Herzschlag werden ganz langsam. Winterschlaf bedeutet aber nicht Tiefschlaf. Zwischendurch wachen die Tiere auch auf. Dann ändern sie zum Beispiel ihre Schlafposition oder geben Kot und Urin ab. Sie fressen aber nichts. Die Siebenschläfer sind dabei die Meister im langen Schlafen und können rund 7 Monate durchschlafen. Für den Winterschlaf fressen sich Tiere einen Winterspeck an, Grabhöhlen oder verdichten diese mit Pflanzenmaterial und kuscheln sich eng mit anderen Familienmitgliedern zusammen. Große Säugetiere wie Dachs, Eichhörnchen und Bär machen oft Winterruhe und wachen zwischendurch auf, um zu fressen und aufs Klo zu gehen und die Schlafposition zu wechseln. Sie reduzieren ihre Körpertemperatur nur um ein paar Grad. In Winterstarre fallen Fische, Frösche, Eidechsen, Schildkröten und Insekten. Dafür vergraben sie sich oft in Schlamm- oder Mäusegängen und können sich erst wieder bewegen, wenn die Temperaturen hoch genug sind. Diese Tiere sind wechselwarm und brauchen warme Temperaturen, damit ihr Körper funktioniert. Wenn du wissen möchtest, wie du dich bei eisigen Temperaturen schützen kannst, freue dich auf das nächste Video von Michaela. Jetzt möchte ich aber herausfinden, was denn am besten vor der Kälte schützt. Dafür habe ich mir ein kleines Experiment überlegt. Für mein Experiment brauche ich 3 große Gläser, 3 kleine Gläser, welche in die großen hineinpassen, einen Thermometer, Speck oder Vaseline, Watte oder noch besser wären Daunenfeder, wie sie in einem Polster zu finden sind, heißes Wasser und eine Stoppuhr oder ein Handy. In mein erstes Glas stelle ich nur das kleine Glas hinein und verändere nichts. Das kleine Gläschen fülle ich später mit kochendem oder heißem Wasser. Achtung, Verbrühungsgefahr! Zum zweiten Glas gebe ich noch Watte hinzu. Beim dritten wird das kleine Glas mit Speck oder Vaseline umhüllt. Das Glas mit dem Speck stellt die Fettschicht dar. Das Glas mit der Watte oder den Daunen stellt ein dickes Fell oder Gefieder dar. Das Glas ganz ohne Schicht stellt ein nacktes Tier dar. Damit das Experiment den wahren Bedingungen entspricht, kann es draußen in der Kälte durchgeführt werden. Ich habe meinen Versuch auf ein Blatt Papier geschrieben und werde alle 5 Minuten die Temperaturen in den Gläsern messen, um feststellen zu können, welche der Isolationsschichten denn am besten gegen die Kälte wirkt. Jetzt sollte ich schon genügend Daten gesammelt haben, um zu wissen, welche Anpassung denn am besten schützt.
Jetzt kommen wir auch schon zur Auflösung. Was ist denn deine Vermutung? Das Glas ohne Schutz ist am schnellsten ausgekühlt. Auch wir Menschen würden ganz schnell auskühlen, wenn wir keine Kleidung anhätten. Da liegt unsere Wohlfühltemperatur bei 26 Grad. Dann hat das Glas mit dem Speckmantel auch schnell Wärme verloren. Reiner Speck schützt uns oder Tiere nicht vollständig vor der Kälte. Der Speck dient hauptsächlich als Energiespeicher für Zeiten, wo Tiere wenig Nahrung finden und nur weniger als Isolierung. Daher besitzen die meisten Tiere über einer Speckschicht auch noch ein dickes Fell, was auch in meinem Experiment gewonnen hat. Hier hatte ich am Schluss immer noch über 40 Grad. Ich hoffe, du konntest etwas über Winteranpassungen von Tieren lernen. Wenn du noch weitere Isolierschichten ausprobieren möchtest, kannst du so Dinge nehmen wie Moos, Schnee oder verschiedene Federarten. Wenn du unseren heimischen Vögeln im Winter etwas Gutes tun möchtest, dann schau dir doch dieses Video an.